Also das eine ist natürlich einfach, sich wirklich ganz konsequent in die Person zu verwandeln und sich vorzustellen, wie würde die Person diese Szene erleben? Was würde sie sagen? Was würde sie sehen? Was würde sie nicht sehen? Natürlich nicht mit der expliziten Formulierung, ich sehe jetzt das, sondern einfach, die Tapete ist verschmutzt vom vielen Nikotin und der Raum voller Rauch. Punkt. Und eine zweite Sache ist, damit man reinkommt, dass man einfach die Figur vielleicht interviewt oder auch einfach die Figur reden lässt. Also ich bin Dracula und komme seit 500 Jahren nicht vom Blut los. Also es ist jetzt etwas übertrieben, aber man muss wirklich die Figur reden lassen, ein Gefühl dafür kriegen, wie die Figur spricht. Und dann hat man außerdem auch gleich eine Erzählstimme. Und muss also nicht von außen mit der Stimme des Autors irgendetwas über die ganze Geschichte sagen und quasi dem Leser die Geschichte erklären, sondern man lässt dem Leser die Geschichte erleben.